Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Fetti und der Lauch sind wieder für euch leider da. Heute geht es wieder an den X-Racher. Wir haben hier nämlich den Düsenberg. Düsenberg erinnert ein bisschen an den Namen Heisenberg. Heisenberg gibt es schon in Shisha-Form, nämlich den Blue Mountain von Freestyle. Jetzt wundert man sich, Freestyle und X-Racher, beide aus demselben Hause Vandenberg. Kleine Story dazu. Von Freestyle oder von Herrn Vandenberg gibt es halt Sonic Liquids und Düsenberg ist sozusagen der Pardon auf den Heisenberg Liquid von Vampire Vapes. Und ja, warum gibt es jetzt noch sozusagen noch einen zweiten aus dem Hause und einer anderen Tabakfirma sozusagen? Das Ganze hier ist nur auf Virginia und Freestyle ist immer noch ein anderer Grundtabak. Lustige Story noch dazu, der Virginia hier wird alles selber angebaut von Herrn Vandenberg, also alles deutsche Handproduktion, handgeschnitten. Ziemlich geil, ja. Sowas sollte man immer unterstützen, finde ich. Also ja. Gerade sowas, solche kleinen Unternehmen, die wirklich von Hand arbeiten, die Herzblut da reinstecken, die richtig hinter ihrer Firma stehen, ja. Finde ich richtig schön. Und da finde ich auch, ist so preisgerechtfertigt, ja. Für solche Tabaks. Dann. Hier kosten 200 Gramm 16,90 €. Geht auf jeden Fall safe klar. Ja. X-Racher ist ein heftig geiler Tabak. Also die Qualität stimmt komplett. Ja. Der Schnitt ist bombastisch geil. Also ist ähnlich richtig wie beim Freestyle. Ja, ein bisschen grober als beim Freestyle, aber immer noch wirklich fein. Sehr, sehr fein. Äste sind, auch wenn welche drin sind, sehr, sehr fein. Molasse ist perfekt eingezogen und die Aromen kommen richtig geil im Virginia Tabak. Heftig, wirklich. Ja, es soll halt Blue Mountain sein. Halt mal die Nase rein, Alex. Ja. Also den Blue Mountain haben wir ja schon, ich weiß nicht, haben wir den vorgestellt, aber ich weiß, dass wir den auf jeden Fall öfters hier hatten. Wir haben den sehr oft geraucht, ich weiß auch nicht, haben wir ein Video dazu gemacht? Ja. Ich denke, wir kennen über 200 Videos kann man auch leicht mal den Überblick verlieren. Das stimmt. Aber ich denke, wir kennen alle den Blue Mountain, viele von uns lieben ihn. Der Morto auch. Morto natürlich, der raucht ja wahrscheinlich nichts anderes mehr. Wenn er atmet, dann schmeckt er auch nur noch Blaubeer-Anis. wo wir jetzt schon hier zu übergehen. Blaubeere-Anis ist das Ganze halt... im obersten Ton. Ich lasse heute lieber den Geruch machen, weil ich rieche einfach gerade gar nichts. Blaubeere ist extrem geil getroffen. Also ist wirklich richtig, richtig schön süß gepaart. Finde ich schon fast vergleichbar mit so einer leicht dunklen Traube. Mit einer schönen, frischen Anis. Nicht was in Richtung Doppelapfel geht oder sonst was. Wirklich richtig geil auf den Ton getroffen. Und für mich ein komplett geiles Teil. Geruchlich, sehr nah halt am Blue Mountain dran, ein Ticken süßer finde ich und die Anisnote ist so ein bisschen abgerundeter, ein bisschen voller, wenn ich das jetzt so beschreiben soll. Und ja, gebaut ist das Ganze ganz normal im Tonkopf, Dreiviertel gefüllt, 3000 kostet C26 Kohl, braucht das dann circa eine halbe Stunde in unserer Imaginano mit der ihren Carbon-Rauchsäule und wir kommen zum ersten Geschmacksfazit. Was sagst du, Alex? Schmecken tut's ja noch. Also, er ist kühl auf jeden Fall. Also er hat eine kühle Note. Habe ich ganz im Geruch vergessen, man riecht auch eine Methodennote mit raus. War ein bisschen versteift. Auf jeden Fall, man hat wirklich eine Kühle im Mund, die aber nicht penetrant oder zu viel wäre, sondern auf einem ganz leichten Level, finde ich. Sie setzt sich so leicht am Gaumen ab, ne? Oben im Mundraum, finde ich. Genau. Unterstützt das Ganze echt pervers. Ja. Also bringt den perfekt runter, ohne dass es nervig wird, dass es im Hals kratzt oder so. Ne? Ja. Schon sehr. Ist extrem vollmundig. Ja. Die Anis. Wirklich, es wirkt wie so ein Bonbon irgendwie, oder? Also die Anisnote, die finde ich jetzt wirklich sehr leicht gehalten. Also nicht wie im Doppelapfel, wo mir die ja gar nicht schmeckt, sondern wirklich eine schöne, leichte Anisnote, die mitschwingt. Ja. Und das Blaubeeraroma, das kommt auch extrem gut. Sehr gut raus. Hat eine perfekte Süße, dieses Blaubeeraroma wirklich. Wie gesagt, hier auch ein Geschmack, ein Ticken süßer als der Blue Mountain. Ein Ticken leichter zu rauchen. Blue Mountain ist auch eigentlich relativ leicht zu rauchen, aber gerade durch den Virginia halt, ne, wie er da kommt. Mal ein Tick leichter, finde ich. Ein bisschen anderes Rauchen halt. Aber pervers gut. Also, das ist ein Teil, was ich durchweg böllern könnte. Ne? Also, es schmeckt bombastisch gut. Blue Mountain ist eh mein Favorite gewesen, aber der hat den auf jeden Fall für mich abgelöst. Ja. Hülse verträgt das Ganze bombastisch, ist wirklich dadurch, man merkt, die Tabakqualität stimmt, ist komplett
Ja, also er zickt nicht, ne? Nee. Aber viel Hitze bekommen, aber wenig Hitze bekommen. Ist sehr, sehr anfängerfreundlich zu bauen und das ist gerade sehr schön, dass X-Racher das bei jedem Tabak so durchzieht. Ja. Rauchverhalten ist auch wirklich bombastisch. Also Jule, da kommt ordentlich Qualm raus. Und Hitze haben wir ja auch schon gesagt, verträgt das normal. Ja. Ja, das war's. Und Facebook und Instagram verlinkt, schaut auf jeden Fall vorbei. Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Den Jakob hinter der Kamera mal grüßen. Moin Jakob, grüße. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Und ciao.